Blattpetersilie passt sehr gut, da, ne? Ja. So, jetzt kommt hier auch wieder etwas Pfeffer dran und etwas Salz. Und dann können wir hier, soll ich hier auch was abpflücken? Ja, gerne. Ich bin ja gerade mal hier am Pflücken, dann darfst du auch was haben. Sind wir nicht so. Den würde ich einfach zerpflücken, ohne Stiele, so ein bisschen grob drauf. Damit, wenn wir den jetzt zu klein schneiden, dann wird der zu stark vom Geschmack. Ja, so hat man das dann immer als schöne kleine Nuance drin. Ja. Vom Geschmack her, das ist, glaube ich, ganz gut. So, dann haben wir hier unsere Serrano Mozzarella Sticks im Handumdrehen fertig. Etwas Cocktailtomate, Mozzarella, Serrano Schinken, Salz, Pfeffer, ein bisschen Basilikum. So, dein Wrap ist auch fertig. Ich hole schon mal noch einen kleinen Teller raus. Er ist fast fertig. Jetzt muss der nur noch. Jetzt kommt nämlich stilvoll gerollt werden. Ich glaube, das geht ganz gut. Ich versuche sie mal eng zu drehen, weil wir haben, glaube ich, die kleinen Holzspießchen. Ah, das ist wunderbar. Der drückt sich gerade bis zum Rand raus. Wunderbar. Wenn es jetzt nach dem Aufschneiden noch so gut aussieht, wie es momentan den Anschein hat. Wolltest du oder soll ich schneiden? Das darfst du gerne machen. Ich kann es aber auch selber machen. Dann habe ich es wenigstens versaut, wenn es nicht funktioniert. Genau. Also ich würde dir ein scharfes, großes Schinkenmesser empfehlen. Sie können natürlich auch ein Brotmesser nehmen. Das ist jetzt kommt nämlich die Probe. Würdest du den vom Rand abschneiden oder von der Mitte? Es ist deine Chance. Du kannst ja gerade schneiden. Du kannst ja, mach mal zwei Röllchen gerade. Noch eins hier. Super. So, das ist erinnert, eins und du eins. So, jetzt sehen Sie hier innen eine richtig schöne Schnecke mit dem Lachs, mit dem Mozzarella. Und da drin haben wir dann die frischen Kräuter mit einem Dressing aus Joghurt, Öl, Salz, Pfeffer. Also Sie sehen, dass Sie wirklich mit wenig Zutaten viel machen können. Du hast jetzt gerade geschnitten, dann schneide ich jetzt mal schräg. Und zwar deshalb, es gibt da nämlich zwei kleine Tricks, die man machen kann. Das erinnert mich jetzt aber wirklich gerade ein bisschen an Sushi kochen. Wollen wir nicht mal Sushi zusammen machen? Können wir auch mal gerne machen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich zu Hause sehr, sehr häufig mache. Sushi? Ja. Der Paddy hat jetzt hier aufgespickt, wie so Zahnstocher. So, und da eignet sich jetzt hervorragend, wo habe ich sie gesehen, da hinten, etwas Kresse. Guck mal, die kriegst du so zu kaufen. Kennen ja wahrscheinlich alle. Und einfach hingehen, etwas abschneiden und hier oben mit Kresse schön dekorieren. Bei der. Und das schiefe Abschneiden ist halt, deshalb, er hat es jetzt gerade geschnitten, hier unten sehen Sie es, ist gerade und hier oben ist rund. Das Runde eignet sich, wenn es vom Teller gegessen wird, weil es optisch größer aussieht, weil wir eine größere Schnittfläche haben. Wo man jetzt noch einen Dip drauf machen könnte, zum Beispiel von dem Dressing hier, was wir noch über haben, könnte man jetzt hier so ein bisschen neben dran geben. So ein kleinen Dip machen und könnte das so mit der Kresse so legen. Vielleicht noch einen kleinen Teller. Ja. So. Dann können wir das auch noch fertig anrichten. Dann legen wir die drauf. Wo hättest du die gern? Das ist mir egal. Deine Hälfte, meine Hälfte, ist alles uns. Ich mache noch die drei Piekser fertig. Und dann merken Sie auch jetzt, dass es wichtig ist, dass Sie mit wenig Dressing und wenig Soße arbeiten, dass nichts kleckert. Sie können also hier es anfassen mit den Fingern, sofort essen, genau wie der Paddy gerade wunderbar zubereitet. Und das ist der Sinn und Zweck von Fingerfood. Fingerfood sollte möglichst schnell zubereitet sein, sollte mit wenig Zutaten möglich sein und wichtig beim Fingerfood ist ganz einfach der Spaß. Ne? Und den haben wir. Ja. Ich hoffe, dass es dir auch Spaß gemacht hat. Ich bin hier immer noch fleißig. Hier kommen nämlich jetzt. Es wird ja immer mehr. Langsam zum Ende. Und zwar haben Sie jetzt mit diesen mehreren Fingerfood-Sachen die Möglichkeit, so eine Platte anzurichten, wo Sie wirklich mehrere Dinge auch drauflegen können. Und zwar nehmen Sie sich eins hiervon, wie so ein Buffet, können Sie sich ein wunderschönes Serrano-Schiffchen drauflegen.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Besondere am Fingerfood, dass man es ja meistens dann auf einer großen Platte vielleicht doch anrichtet, wenn man mal Gäste hat und jeder von jedem ein bisschen was hat. Jeder nehmen kann, was ihm gerne, was er gerne möchte, was ihm schmeckt und man auch ein bisschen durchprobieren kann. Ich meine, wir haben jetzt wirklich mit wenig Zutaten eigentlich, also es war eigentlich nicht viel. Wir sind einmal durchs Gemüseregal gelaufen und haben schon eine ganze Menge gefunden. Auf jeden Fall. Und haben eine wahnsinnig große Auswahl eigentlich geschaffen. Das finde ich klasse, das macht Spaß. Ja, ich darf mich bei dir bedanken. Tja, ich bedanke mich. Wir probieren natürlich auch. Ja, das werden wir auf jeden Fall gleich noch machen. Ich freue mich, dass du wieder da warst. Ja. Ich freue mich auch auf die nächste Sendung, in der wir wieder zusammen kochen werden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Und Rezepte gibt es wie immer auf unserer Homepage. Auf www.herzo.tv. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich einen guten Appetit. Und viel Spaß beim Nachkochen. So, jetzt probieren wir auch mal. Hä? Mhm. So.